Hui. Machen Sie den Tür auf, aussteigen Sie den Körper bei der Oper mit Ihnen raus. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Komm wieder Oper mit Ihnen. Nye, 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 nye. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Omsi 2. Ja, heute mal auf der neuen Karte Waldhofen oder Waldhof? Waldhofen? Waldhof? Und zwar auf der Linie 590. Und zwar fahren wir das Ganze von Albringhausen nach Weidenbruch. Also sprich Albringhausen, alter Bahnhof. Ja, dann haben wir schon mal hier Olle Manfred hier drin, wa? Und wie kommt mir der Triebchen so bekannt vor von der Festischen? Ja, der liebe David M. hat ja die Karte gestern released. Und was ich jetzt hier schon so sehen kann, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. So mit dem Bahnhof und so. Ach, der alte Bahnhof. Ja, und eigentlich können wir ja mal die Uhrzeit vorstellen, würde ich sagen. Die hier nicht ewig stehen. 10.30 Uhr war Abfahrt. Oh. Mal gucken, ob hier noch Fahrgäste kommen. Und dann mal gucken, mal wie sie von der Performance her ist. Ich sag auch gleich, ich bin die Strecke noch nicht gefahren. Ich weiß also nicht, wo ich lang muss, deswegen sind ja auch die Hilfsfelder an. Schauen wir mal. Vielleicht ist der nächste Halt überhaupt das Wäsche nicht an der Stelle. Soweit ich weiß, muss ich jetzt hier links rum. Na, schauen wir mal. Nächste Haltestelle am Knepper. Ah, dynamische Hilfsfelder. Alles klar. Am Knepper. Oh mein Gott. Man merkt hier voll, dass das hier auf dem Dorf ist. Ja, Dach. Reden nicht mit uns heute. Oh. Nächste Haltestelle, Forsthaus. Forsthaus. Aber ich muss sagen, der Fahrplan ist ja schön. Obwohl eigentlich soll man ja hier auch mit, nur mit 30 fahren. Hier soll man ja nur mit 30 fahren. Machen wir das auch. So, jetzt können wir ja schieben, jetzt 50. Ich muss sagen, ich schalte richtig die Karte ja nicht mal so schlecht aus. Hier nur mit eurem 30. Berlin ist genauso schlimm. In jeder Ecke ist 30. Gut, bei Schulen und Kindergärten sehe ich ja noch ein.
keiner einsteigen. Schade, oder wir waren zu früh. Mal gucken. Da können wir uns ja ein bisschen aufhalten. Ja, wie gesagt, wie ich ja schon auf, wie ich ja schon auf Facebook geschrieben habe, müsste mir doch Eberlin geben, die Möpfen Kartoffelverdünn, mit seiner Straßenbahn, mit der Tatra T6A2M und dem sogenannten Beiwagen, den die hat. Das Ganze ist aber noch, beides ist ja immer noch ein Work in Progress, also sprich, er arbeitet noch dran. So, lustig. Also mit dem Tier. Wir müssen mal gucken. Von da nicht kommen. Wir sehen, wie wir sehen, sehen wir nichts. Und wir stehen natürlich bescheiden da. Ey, nach vorne gucken, Rückfahrer. Wir hätten hier landen müssen. Okay. Ui, so eng. Nächste Haltestelle am Eikenberg. Nichts los hier. In Waldhof. Waldhofen. Oder liegt einfach daran, dass wir einfach mal zu früh sind? Können ja mal was ausprobieren, können ja mal langsam machen. Aussteigen will aber auch keiner. Soll ich das schon mal würfeln? Ja, und das Schöne ist, das Einzige, was ihr wirklich braucht, ist das Hamburg Add-on, Hamburg Tag und Nacht. Das solltet ihr installiert haben und aktiviert haben. Ansonsten braucht ihr wirklich rein weg, rein gar nichts dazu installieren. In dem Download ist alles enthalten, sprich die Repaints sind enthalten und die ganzen restlichen Sachen, wie zum Beispiel Objekte, Szenerieobjekte, Splines, bla bla bla, ist alles hier zusammengefasst. Und da muss ich ja mal David M. Lob aussprechen, genauso wie bei Julia. Die hat das ja auch hingekriegt, dass man da nichts mehr. Und so muss das eigentlich sein. Nächste Haltestelle, Bellenbusch. Na, warten wir mal unsere Verfrühung ab, machen wir Tür auf hier, damit die Haltestellenweiterschaltung funktioniert. Ja, und so müsste das eigentlich sein, dass wirklich, wenn Karten rauskommen, dass das wirklich alle zusammengefasst ist, dass man nur noch installieren braucht und loslegen kann und nicht noch 100.000 Sachen extra runterladen muss, installieren muss und sich dann aber zusammenkotzen muss. Weil manchmal hat man nämlich das Problem, dann hat der Erbauer von der Karte irgendwelche Objekte verbaut, die gar nicht mehr um sie herum gibt. Nächste Haltestelle auf der Hart. Die er eventuell noch auf seiner Festplatte hatte und dachte, naja, kann man ja verbauen, sehen ja nicht schlecht aus. Ja, nur der User ist dann der Dumme und muss dann zusehen, wo er den Download herkriegt, weil viele Sachen dann nicht mehr im um sie herum verfügbar sind. Ja, ist ja gut da hinten. Meine Fresse. Wir haben Fahrgäste. Wir haben Fahrgäste. Und ich muss sagen, also von der Performance her ist die richtig performancefreundlich. Bin ich ja erstaunt. Guten Tag. Ihr kennt die Vorfahrtsstraße nicht, Polizist oder was? Nächste Haltestelle, Hagener Straße. Hagener Straße. Ich hätte mal vielleicht ein Rutschspiel gucken sollen, egal, wenn knallt noch einen Meter.
So, wir müssen jetzt hier. Wieder keine Fahrgäste. Das ist relativ fahrgastarm, muss ich sagen. Da würde ich den Haltestellen noch ein paar Fahrgäste mehr wünschen. So, wenn wir hier links abbiegen, rechts abbiegen. Dann machen wir das doch. Also ich muss sagen, also die Schalte, das sieht nicht schlecht aus. Also. Nächste Haltestelle, obere Kirche. Kann man nicht meckern, also kann man 5 Sterne fast geben. Bis jetzt. Also auf jeden Fall kriegt David dann von mir jedenfalls 5 Sterne. Schon alleine dafür, dass man nichts extra noch, wie gesagt, zusammenkratzen muss, extra installieren muss. Hallo. Wie gesagt, das Hamburg Stadt-On, Hamburg Tag und Nacht Add-On. Und dann wartet. Ruf auf der Platte, Karte auswählen und um sie und losfahren. Na gut, eigentlich müsste man noch die Busse dafür haben. Das ist die einzige Bedingung, die, aber ich denke mal, fast alle werden die Busse haben. Aber ich wundere mich, warum bis jetzt noch kein Bus entgegenkommt. Na, jetzt sagt doch ein bisschen. Nächste Haltestelle, Wiesenstraße. Die Wiesenstraße. Das jetzt will nur, wollen sie zwar alle einsteigen, aber nicht aussteigen. Die wollen bestimmt alle Beisenbruch aussteigen. Wette ich mit euch. Wette ich. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. Ah, Waldhofen Bahnhofsplatz. Na Mensch. Müssen wir noch gucken, wo wir hin müssen. Irgendwie fehlen mir jetzt hier die Pfeile. Hat der liebe da. Ach nee, wir müssen hier links. Jetzt auf, jetzt auf, jetzt auf. Und wir sind viel zu früh. Wir sind viel zu früh. Hui. Machen Sie die Tür auf, aussteigen, machen Sie den Körper verletzen. Jetzt haben wir irgendwas mit in den Haus. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Und wieder irgendwas mit in den Haus. Ja, 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 ja. Bahnhof ist ja geil gemacht hier. Aber. Ich glaube, wir hatten Rot. Nächste Haltestelle am Stadtring. Haben wir eine Haltestelle verpasst. Ups, wo war die denn? Hallo. Naja. Bin neu hier in Waldhofen. Kann nicht mal passieren. Da kann sowas mal passieren. Wie gesagt, ich feiere die Strecke auch nur zum allerersten Mal. Ich habe sie mir jetzt gerade installiert und dann gleich ein Video rein. Nächste Haltestelle, Dortmunder Straße. Doch nicht. Oh. Nee, hier hätten wir noch ein paar Pfeile. Hätte ich mir noch ein paar Pfeile gewünscht. Oh, die müssen wir aufpassen. Ich merke gerade, die Karte ist nichts für Bleifüße. Ja, so langsam kommen wir ja dann endlich mal Fahrgäste. Morgen. Morgen.
muss sagen, von den Texturen her auch, sieht richtig geil aus. Nächste Haltestelle am Bauklo. Ja. Am Bauklo. Interessant. Ups. Wir müssen hier rechts abbiegen. Das ist jetzt richtig gesehen an den Pfeilen. Jawohl. Na gut, dann machen wir die Kreuzung so. Ist ja nicht weiter schlimm. Ist ja nicht weiter schlimm. Dann müssen sie halt warten hinter mir. Ist ja nicht weiter schlimm. Aha, bei Dauerrot Störung im Tunnel. Mhm. Nicht streiten. Ist hier noch Platz im Bus. Kann es sein, dass schon wieder Fahrkartenverkauf aus ist? Ne, Fahrscheinverkauf einfach. Und wie wollen die Fahrgäste gehen? Fahrkarte. Was ist hier los? Nächste Haltestelle, Klinikum Waldhofen. Klinikum Waldhof. So, so. Muss ich wieder abbiegen hier. So. Ja, ich muss sagen, also hier so von der Optik her macht ihr richtig was her. Muss man ja mal sagen. Okay, wir haben Rot. Aber das ging Gladbecker Rot. Oh, jetzt haben wir verpasst. Nun los, komm. Nächste Haltestelle, Eschenweg. Oh Mann, 2 Minuten Verfrühung ist gar nicht gut. Da geht's über die Autobahn. Autsch. Hier die Bordsteinkante mitgenommen. Macht man nicht. Na los, einsteigen. Ja. Guten Tag. Wir wollen einfach keine Fahrkarten rufen. Gibt's ja hier wohl nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. 15. Nächste Haltestelle, Beisenbrucher Straße. Und eine Schnellstraße, keine Autobahn, eine Schnellstraße. Wir brauchen
dürfen gar nicht so viel Jassi. Wir haben viel zu viel Verfolgung hier. Oh, ein KI-Bus. Ein Solaris. Endlich habe ich hier mal einen KI-Bus gesehen. Hier eine Autobahn weiß 3. Oh, Ausfahrt. Wir sind doch jetzt noch nicht da. Nee. Also laut Beschreibung schon aber 25 Minuten. Boah, fährt der Scheiße. Upsa. So ist das. Oh, grün. Oh ja, sieht schon schick aus. Sie sagt also ja nicht mal so schlecht. Das ist das Depot? War nicht der Betriebshof, oder? Doch. Wir sind fast da. Oder wir sind gleich da. Wenn ich das richtig erinnern habe. Also heute stelle ich mich total dämlich an. Ach so, die Tür hier. Auch nicht. Nächste Haltestelle, Annastraße. Die Annastraße, so. Oh, jetzt wird es etwas eng. Durch die Klinge. Was ist das? Machen Sie die Tür auf und aussteigen mit dieser Körperverletzung. Ah, da ist doch noch ihr Rampen. Egal. Ja, ihr könnt erklären. Ja, Mann. Hat hier die Anna-Straße? Ich weiß es nicht. Das ist trotzdem mir aus. Los, raus mit euch. Blödes Pack. Mein Gott. Doch, da hinten steht er. Ja, habe ich noch hier am. Naja, mein Gott, Kurve nie gekriegt. Kann ja mal passieren. Der Berliner Fahrstil. Nächste Haltestelle, Beisenbruch. Jo. Ihr seht, ob da war. Da hat er was gefehlt. An der anderen Straße, der hat Haltestellenschild. Ein Hinweisschild. Ein Hilfspfeil, sozusagen. So. Hä? Wie sind jetzt hier mit ihm mal die Dings aus? Komisch.
komisch, vorhin waren sie noch da, wo ich hier gespawnt bin. Na gut. Ja, wohl Fehler von der Karte. Und ich merke gerade, der Terminus fehlt hier. Tja, irgendwie fehlt hier der Terminus. Oder ist jetzt Beisenbruch? Weil eigentlich ist hier die Endhaltestelle. Oder gibt es hier noch irgendwo eine andere Beisenbruch-Haltestelle? Ne. Beisenbruch. Die Haltestelle fehlt ja auch. Der Hilfsfall. Wie wir sehen können. Hier, David M. Hat er was vergessen? Ja, an zwei Haltestellen. Genau, einmal hier, das steht ja da immer noch. Und einmal hier, an der anderen Straße. Und irgendwie fehlt hier ein Terminus. Genau, hier fehlt er. Huch, so weit wollte ich jetzt nicht hüpfen. Na nun, wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? Na egal, so. Irgendwie, ja, deswegen. Erinnert sich hier der Fahrplan nämlich auch nicht. Ach, ich weiß glaube, wie das hier ist. Ich denke mal, der ist hier hinten. Weil da hinten ist Ausstieg und hier ist Einstieg dann wahrscheinlich. Alles klar, naja gut, das sollte jetzt erstmal hier bis hierhin gewesen sein. Ich hab da mal die Linie 590 kennengelernt. Auf der Karte Waldhofen. Der Waldhof. Waldhofen. Und das Ganze war die Linie 590. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir dann uns mal Eberlinsee an. Eberlinsee. Vom lieben Kartoffelfahrtum, die Map, die man da ja auch, ich glaube, reine weg Straße machen. Ich glaube, man kann auch mit dem Bus fahren. Buslinien wird es da auch wohl geben. Ja, aber wie gesagt, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Ich dachte mal, tschüssi, bye bye, euer Lumpi. Tschüss.